So, hier sind wir. Bitte schön, ihr Lieben. Bianca, du wirst es kaum glauben, aber diese beiden haben mir gerade erklärt, warum die Caro dieses Bild gekauft hat. Okay, und warum? Sie wusste, dass sie irgendwann mal ein Baby haben möchte und dass es eine Tochter werden sollte. Und sie wünschte sich, dass die Tochter genauso aussieht wie dieses Mädchen auf dem Bild. Wie sieht das Kind tatsächlich heute aus? Braune Haare und schwarze Augen. Ja, deswegen muss das Bild weg. So einfach geht das hier. Ja, ne? Verstehe ich. Ja. Habt ihr noch jemanden mitgebracht zur Verstärkung? Haben wir. Wen? Mhm. Unsere Freunde. Wo sitzen die? Da. Freunde, Hände hoch. Ja, Hanna Zappe und Christian Klarmann. Grüßt euch, ihr zwei. Hallo. Hallo. Gut, ihr Lieben, dann erzähl du mir doch mal ganz einfach, wann war das, wo hast du das Bild gekauft und warum? Das Bild habe ich 2008 gekauft, in der Galerie in Frankfurt am Main. Ja. Mir hat das Bild sofort gefallen und dann habe ich es gekauft. Was hast du bezahlt? Ich kann es nicht mehr genau sagen. Also so 800 oder 1200 waren das. Gut. So, meine liebe Bianca, dann erzähl uns doch mal, was wir hier sehen. Das ist was Jodes. Ist was Jodes. Auch wenn es nur Karton ist. Aber der Karton ist eigentlich schon seit den 1960er Jahren in den Bereich der Hochkunst gekommen. Denn in dieser Zeit hat sich die Kunstbewegung des sogenannten Fluxus entwickelt. Und Fluxus hat sich gegen die Kunstkonventionen der Zeit gerichtet und hat auch ganz banale Alltagsmaterialien zur Kunst erhoben. Und die japanische Künstlerin, die dieses kleine Manga-ähnliche Mädchen gemalt hat, die hat sich diese Freiheit zu Herzen genommen. Denn sie ist Autodidaktin. Sie hat ganz ohne eine Kunstschulausbildung angefangen zu malen. Das war zunächst ein reines Hobby. Und sie ist bis heute unglaublich erfolgreich damit geworden. Und die Künstlerin heißt europäisch ausgesprochen Ayako Okaku. Und ja, sie ist im Jahre 1982 geboren worden. Und ich finde, ihre Mädchen oder ihre Bilder generell, die haben eine sehr starke Bildwirkung. Denn dieses Bild, dieses Mädchen, das möchte angeguckt werden und das rückt sich ganz nach vorne. Und das liegt zum einen an den starken, poppigen Farben, die benutzt sind, und an dem Farbauftrag. Der Farbauftrag wird nämlich durch die Hände der Künstlerin selber aufgetragen und sie geht mit den Händen in die Acrylfarbe und malt ganz frei und spontan, ganz fließend und strömt aber ganz klar auf der Welle des Kawaii. Was ist das? Nein. Nein, das Kawaii ist eine Strömung in der asiatischen, vor allen Dingen in der japanischen Kunst. Denn wir haben hier eine Verniedlichung von allen Formen, die dem klassischen Kindchenschema entspricht. Das heißt, wir haben große Kulleraugen, wir haben cartoon-ähnliche Züge. Und diese Strömung hat sich in den 1970er Jahren entwickelt und ist sehr gerne aufgenommen worden, weil, wie wir wissen, ist die japanische Gesellschaft sehr streng geregelt, mit Sitten und Gebräuchen. Und dann ist dieses niedliche Erinnern an die unbeschwerten Kindheitsjahre, bevor man in die Schule kommt, ja, ganz groß gefeiert. Ist dieses wunderschöne Kunstwerk auch signiert worden? Ja, wir haben eine Stempelsignatur. Ach. Und das wiederum steht in der sehr, sehr langen Tradition Japans, die ja keine handschriftlichen Unterschriften benutzen im Alltag. Und Rokaku bedeutet übersetzt so viel wie Sechseck. Und ich finde es total schön, weil wir haben hier auch ein kleines Sechseck-Symbol über der Signatur. Und rückseitig haben wir eine handschriftliche Signatur mit einem ganz schnell hingekritzelten Sechseck sowie die Datierung auf das Jahr 2008. Wunderbar, das habe ich verstanden. So, jetzt müssen wir aber noch über den Zustand sprechen, weil oben ist ja die Pappe nur abgerissen, ne? Ja, das stimmt, aber das ist extra. Gut. Und ansonsten ist der Zustand tipptopp 1A. Super. Ich bin jetzt sehr gespannt auf einen Wunschpreis. Wir würden gerne mit den Kindern eine Reise in die Vereinigten Staaten machen. Und wenn man das alles zusammenrechnen würde, wären wir bei knapp 15.000 Euro. Steht das Bild tatsächlich so hoch im Kurs? Ich kann dazu sagen, dass Ayako Rokaku sehr gut gehandelt wird mittlerweile. Jetzt haben sich die Preise in Europa aber etwas konsolidiert, denn wir haben hier nicht die Strömung des sogenannten Kawaii. Ich finde, 15.000 bis 18.000 Euro ist trotzdem noch ein sehr guter Preis. Also,
Damit seid ihr zufrieden? Dankeschön. Bevor ihr jetzt aber die Karte bekommt, ja, und rüber marschiert, möchte ich doch gerne eure Begleitung dazu bitten, damit er nachher nicht hier in einem Gewühl ausartet. Und kann den beiden auch mal die Hand reichen? Hallo, Hanna. Hanna, freut mich außerordentlich. Hallo, Christian. Christian. Ja. Mensch, es gehen ja auch hübsche Freunde ab. Mhm. So, dann würde ich mal sagen, für euch das Kärtchen. Mhm. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und Erfolg mit unseren Händlerinnen und Händlern. Dankeschön. Danke. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Geradeaus, links. Ah, was ist das? Oh. Das ist witzig. Und es ist hier eigentlich, der Träger ist einfach nur ein Karton, ein gerissener Pappkarton. Und dann wurde das einfach nur so, by the way, drauf gepinselt. Ja. Toll. Alles Gute. Ja, wird super. Machen wir es nicht. Machen wir. Das Bild der beiden stammt von einer erfolgreichen zeitgenössischen Künstlerin. Aber passt es auch in das Portfolio unserer An- und Verkaufsprofis? Guten Tag. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Hallo zusammen. Sehr, sehr spannend. Mal was Frisches, was Neues bei Baris Ferraris. Also ich bin richtig froh, dass ihr das mitgebracht habt, weil da kann ich wirklich mit ruhigem Gewissen sagen, der Materialewert ist schon mal 80 Euro wert. Also für ein Stück Pappe ist dann ein guter Preis. Aber sehr nachhaltig gedacht, muss man dazu sagen. Das sieht nach asiatischem Street Art aus. Japan? Sind wir in Japan? Mhm. Ja. Da müssen Sie uns aber wirklich helfen, weil wir wissen nicht, wer es ist. Wer ist es? Ayako Rokako. Ayako Rokako. Mhm. Also mir wurde noch nie ein Werk dieser Künstlerin angeboten, bin ich ehrlich. Und ich starte mal mit 3.500 Euro. 4.000 Euro. 5.000 bei mir. Ja. 5.500 Euro. 6.000. 6.5. 7.000. 8.000. 8.500. 10.000. Wow. Donnerwetter. Ich muss wirklich, sowas haben wir alle noch nicht angeboten bekommen. Wie wird sowas gehandelt? Die Expertise liegt bei diesem Bild zwischen 15.000 und 18.000 Euro. 11. 12.000 Euro. 12.5. 13.000 Euro. 13.5. 15.000. 15.5. 16.000 Euro. Warum muss das Risiko teilen? Das Problem ist, wenn ich es ersteigern würde, wüsste ich nicht wirklich, ob ich es verkaufen würde. 16.5. Ich kaufe es dir aber auch nicht ab. Aus Prinzip. 16.700 Euro. 17. 17.5. Will sonst jemand mit mir das zusammen machen, wenn er David nicht will? Ja. Ach ja. Ja. Ja, dann bieten wir mal 18. Dann bieten wir mal 18. 19.000. 20.000. 22.000 Euro. 23.000. Das gibt's nicht, ey. Ich freue mich für Sie. Dankeschön. 23.5. 24.000. 24.500 Euro. Stark, David. Ja. Mama mia. Ja. Also... Ich muss wirklich sagen, David, wir haben es zurzeit echt leichter. 12.5 tut nicht so weh. Und ich finde deinen Mut wirklich, und der soll auch belohnt werden. Ich glaube, dass das echt Potenzial hat. Und deswegen weiß ich immer noch nicht, ob ich es jetzt überlasse oder ob ich doch mal ein Angebot käme. Weißt du, Junge, ich dachte jetzt, wenn der 25 sagt, darf er was haben. Habe ich gedacht, dass du es sagst. Ja, ich wollte die Gelegenheit nutzen und sowieso rund machen und 25.000 bieten. Bitte. Weil 24.5 ist keine schöne Zahl. Ich muss sagen, David, du hast... Er hat gekämpft. Ich lasse ihn noch nicht. Gekämpft. Ich lasse ihn noch nicht. Wollen Sie es mir verkaufen für 25.000 Euro? Jawohl. Ja. Dankeschön. Danke. Ich zahle Ihnen 5.000 Euro an und den Rest gibt es direkt per Sofortüberweisung, ja? Alles klar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 und 5.000 frisch gedruckt für Sie. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr für Sie, ich freue mich sehr für mich. Dankeschön. 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 Vielen, vielen Dank. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen. Wow.
Aber so kann Mut belohnt werden. Ja, ne? Tolles Invest. Naja, noch wurde nicht belohnt, aber Glückwunsch. Naja, aber für die Kandidatin schon. Du kannst schon, dich ne? aufreuen. Also im Händlerraum war es einfach Wahnsinn. Also mit so viel Geld hätte ich niemals gerechnet. Ja. Und wie sich das hochgesteigert hat, das hat so klein angefangen und auf einmal ist es wie explodiert. Und das war echt klasse.